Zurück auf der Donau. Müssen wir nicht, eigentlich müssen wir nicht. Die zwei haben was. Oh, ja. Jetzt leveln wir die beiden mit. Kriegen Muffel eigentlich mit leveln ist eigentlich doof. Muffel ist halt ein Standard-Muffel. Aber ja, jetzt hier auf einmal. Potenzial dürfen. Okay. Ist halt auch potent, wie man hier sieht. Potent 18. Okay. Muffel entfaltet sich. Wie? Ist Muffel etwa potent? Mitzschnapper. Okay. Moment, ist Muffel potent? Muffel dürfte nicht potent sein, nee. Muffel ist Standard. Ach nee, da ist nichts mehr. Nur direkt nach oben. Genau, hier ist nur das. Kleinen sind halt nicht so interessant. Aber Muffel entwickelt sich halt relativ gut jetzt. Muffel.
Oh. Hau dann halt doch noch ganz schön rein. Taktischer Schlag. Im anderen faltet sich da. Ja. Sehr schön. Ich habe Gerüchte gehört, dass da vorne ein seltenes Pokémon ist. Ich sollte mich vorbereiten. Ein Troppel. Oh. Du willst was fühlen hier. Lass mich nicht antatschen. Hallo. Nochmal. Muffel entfaltet sich. Alleine wegen Schaden, die werden immer stärker. Oh, Level 18 schon. Der Luftbefeuchter. Ein Koromon, das die Luft befeuchtet. Oder das Regen macht. Ui. Schwanzschlag. Wie ärgerlich. Wie soll ich mit so einem schwachen Team seltene Koromon fangen? Manche Kampfforscher haben Stunden über Stunden gebraucht, um einen lunaren Pup zu finden. Das ist schon doof. Wissen die nicht, dass sie nur unter dieser Leiter dort gefunden werden können? Ein Luna-Poop. Ein Luna-Poop. So. Ein Gerät gespeichert. So. Hier ist eine Kiste. Fähigkeit. Das ist kein Luna-Poop. Kiste. Okay, das ist ein normales Windows. Warum wechsle ich? Ich weiß es nicht. Oh.
Oh, ist ja süß. Level 8, ein Bustlet. Okay, brauchen wir auch nicht mehr. Wir sollen zwar ein paar Bustlets fangen, aber... Das muss ja jetzt nicht sein. Ich dachte, die hat mir irgendwie... Okay. Ich dachte, hier gibt es irgendwie was Seltenes. Wir haben alles freigeschaltet, was man hier finden kann. Irgendwie ist hier nichts Besonderes. Es hieß unter der Leiter. Ich habe nichts gefunden. Ein Luna Poop zu finden. Luna Poop. Ah, hier. Ich wollte mich jetzt schon... Also ich habe mich verarscht gefühlt von denen. Das soll ja nicht effektiv sein. Noch einmal und es reicht dann. So. Den haben wir nämlich noch nicht. Ich glaube, ich muss mal in den Optionen was umstellen. Spinne sollte doch reichen. Sehr schön. Forumlager. So, jetzt habe ich einen... Moment, ich wollte ja was umstellen. Optionen. Entwicklungslevel anzeigen. Keine Ahnung. Nein. Wo war das?
Zusammenfassung. Nachfragen. Wahrscheinlich die Zusammenfassung sein. So, ich bin doof. Der Kerl auch mal ein Potentes, aber das haben wir ja verkackt. Das Potente haben wir ja verpasst. Jetzt haben wir, ja, die haben wir beide und die haben wir auch potent. Ich dachte, wir haben auch die Vorentwicklung. Aber nicht sehr viel Info. Stimmt. Also wir sehen, wir können 141. Okay, 114 nur. Andrea. Ich würde ja fast sagen, wir könnten versuchen, wirklich alle zu fangen. Wenn ich Geduld dazu habe. Fange 20 Koromon. Cool. Kado-Frucht, okay. Den haben wollen. Manu. Ja. Bin faul. Gebe ich gerne zu. Wir holen uns noch ein paar Spinner.
bin ja geizig. Das Schlimme ist, Diesel ist stark genug, aber ist jetzt gut. Bin ich auch einfach nur over. Overpowered. Okay, wir sind nicht overpowered. Der noch so gut Schaden macht, dann man definitiv nicht overpowered. So. Oh. Wonders. Mag man das nicht. Den bräuchten wir als Potent. Aber wir hatten ja noch kein Glück, also nicht wieder. Moffel erreicht Level 13, sehr schön. Die hier oben haben wir ja noch nicht. Madame! Geht doch. Hey, endlich jemand mit einer Lampe. Gib mir dein Arbeitshelm. Arbeiterhelm. Lass mir die ungern eine Klatsch. Wow.
Schneller Schlag wurde blockiert. Ich bin kein Otoge-Fan, überhaupt nicht. Neve, das ist nicht fair. Das Licht hat mich geblendet. Immer dieses böse, böse Licht. Moment, wir haben ja einen Meilenstein bekommen. Ja. Etwas. Es haben alle so gesehen, die noch ein bisschen lau sind, ein EP-Helfer. LP-Kuchen, AP-Kuchen, Spinner. Marfell. Hat er mit Level 9, sehr schön. Propellerschlag. Okay. Noch ein Meilenstein. So. So uninteressant dran zugesehen. Sehr schön. Windschussstrahl gestaltet. Waffel erreicht Level 14. Wickler. Nee. Wickler brauchen wir nicht. Okay. Das ist die gleiche Stelle. Flucht wird das Einfachste, aber ich habe keine Lust auf Flucht. Amando entwickelt sich. Anklopfen und anklopfen. 2. Halt in Items.
Ja, na gut. Amano hat sich zu Ramadil entwickelt. Okay, so langsam bin ich so ein bisschen raus, wo wir hier schon waren oder nicht waren. Aber hier waren wir halt schon. Und da hinten ist... Ich habe keine Lust auf die. Das gehört halt irgendwie dazu. Level 10. Moffel. Den möchte ich haben. Der ist potent. Die Potenten zu sammeln, das ist... Ja. Du bist echt... Oh. Der ist ganz schön böse. Wir nehmen den Silberspinner direkt. Weil ich den noch nicht ganz runtergehauen habe. Ja, gut. Ja. Potent 17. Das heißt, wir nehmen den anderen weg. Behalten. Schick es zum Lager. Muss ich vom Lager dann rausholen? Muss ich sowas von? Das tauschen wir ein. Das tauschen wir gegen unser Moffel ein. Tut mir jetzt zwar leid, aber. Kombikuchen. Das werde ich sowas von gegen unseres eintauschen. Oh.
Sehr schön. Diesel steckt noch ein bisschen zu viel ein für meinen Geschmack. Die kriegt noch einen Meilenstein. Oh. Statikspinne. EP-Kuchen. Kuckuckfrucht. Ja gut, das hat sich gelohnt. Also das ist hier eigentlich nur ich versuche alles zu finden, aber eigentlich müssen wir, glaube ich, da gar nicht mehr lang. Jedes Level für Moffel ist zurzeit ja schön, aber wir werden Moffel nicht mehr nutzen. Also nicht mehr das Moffel. Thank you.
Ich komme schon bald in die Verlegenheit, wirklich das Stinkding einzusetzen. Verdammt, den haben wir noch nicht. Das ist böse. Das macht den irgendwie noch ekliger. Verdammt. Verdammtes. Verdammt. Verdammtes Pech. Der war doch nur 5 Level drüber. Level und trotzdem. Schlimm ist, die Potenten zu sammeln, ist nicht einfach. Und dann gibt es dann auch die Perfekten. Alle. Oh, Moffel entwickelt sich. Los geht's. Moffel hat sich zu Digmar entwickelt. Trickreiche Clown. Ich habe schon. Wir brauchen nur einen, der potent ist. Eigentlich müsste man sagen, man fängt alle, aber es ist so, muss das sein.
Ein Mubi. Schlag. Der Propellerschlag hat nicht getroffen. Das ist unfair. Probier's trotzdem einfach mal. Mobi. Der hat gar nicht so viel. Plus. Okay. Verdammt. Sehr schön. Natürlich. Ja, Standard ist es halt. Das erinnert an den Ditto irgendwie. Ja, behalt natürlich. Sammeln hier alles, was geht, aber das war der letzte, den wir hier gemacht haben. Der hat uns ganz schön runtergehauen gehabt. 350, die einfach da mal rumlegen. Ich arbeite oben im Energieturm. Während meiner Pause gehe ich gerne hier runter und fordere andere Kampffrösche heraus. Das Glück, ich habe gerade Pause. Yay! Oh nö. Ich habe gerade Glück, er hat Pause. Also, das Glück ist, dass wir dass er Pause hat. Also. Also der Levelunterschied macht ihn irgendwie nicht viel aus. Hat er bereits Level 12, sehr schön. Es ist nicht wirklich eine Pause, wenn ich geschlagen werde.
Meine Pause ist fast vorbei. Vielleicht sollte ich weiterarbeiten. Vielleicht. Ja. Bonus, Lux-Rückruf, okay. Die Datenchips. Die Chips sind nicht schlecht, aber ansonsten jetzt sehe ich gerade nichts Interessantes, außer die Spinner. Ich bin kein Muffelfreund. Die sind ein bisschen anstrengend auf Dauer. Mandy reicht Level 19. Amandil. Digmo reicht Level 18. Aber Digmo werden wir ja eh eintauschen. Also von daher. Speichern wir einfach mal. Uff, puh, arg. Welche Materialien haben wir verwendet, um diese Tür zu bauen? Hallo da drin? Bist du Thomas? Aber ja doch, bin ich. Du bist wohl der Kampfforscher, der in die Kula gesendet hat. Endlich ein freundliches Gesicht. Ich brauche deine Hilfe, um aus diesem Raum zu entkommen. Das einzige Problem ist, ich habe die Schallplatte zerstören müssen, um meinen Verfolger abzuschütteln. Wir müssen den Sicherungskasten in den Notbetrieb bringen. Das geht nur, indem wir ihn mit genug Energie überladen. Der Sicherungskasten müsste zu deiner Linken sein. Kannst du ihn sehen? Ja, er ist gleich dort. Wunderbar, du wirst ein Koromon mit einem Elektrotyp-Angriff benötigen. Andernfalls könnte es einen unangenehmen Schock geben. Hier, ich schieb dir ein paar Elektrospinner unter der Tür durch. Du kannst sie benutzen, um deine Wahrscheinlichkeit, ein Elektro-Koromon zu fangen, zu erhöhen. Bitte hol mich hier raus. Du hast einen ersten Speicherpunkt erreicht. Das bedeutet, dass zwischen den Anker und den Speicherpunkt schnell reisen kannst, indem du diesen Raum verlässt. Hab ein Auge auf die Speicherpunkt erreicht Hinweise. Okay. Bin ich eine Tür? Will da hin? Soll ich versuchen, die Sicherungskasten zu überladen? Ja. S-Kasten erscheint. Der Sicherungskasten erscheint. Was? Der Sicherungskasten... Okay. Windstoß. Ich bin etwas irritiert.
Windstoß. Schneller Schlag. Der Sicherungskasten entlädt sich. Sicherungskasten wurde besiegt. Okay. Du hast mich befreit, hab Dank. In so einem kleinen Raum bin ich langsam klaustrophobisch geworden. Zum Glück ist meine Erfindung der Essenzorte nun sicher. Diese komischen Schlecker können ihr nicht mehr in ihre schmutzigen Hände bekommen. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass sie ganz verschwunden sind. Sakutara war dein Name, richtig? Du scheinst eine stramme junge Person zu sein. Würdest du mich zurück zum Labor eskortieren? Kein Problem, ich werde dafür sorgen, dass wir hier sicher herauskommen. Vorzeig, nur noch eine Sache. Diese Leute glauben, dass ich den Essenzort habe, also verstecke ich ihn lieber jetzt in deinen Rucksack. Gehen wir los. Ja, das hat ganz schön gefressen. Hätte ich jetzt nicht vermutet. LP-Kuchen, okay. Ein Furchtduft. Furchtduft? Was auch immer ein Furchtduft ist. Ah, jetzt kommen wir hier lang. LP-Kuchen. AP-Kuchen. Okay. Kombi-Kuchen. Da haben wir jetzt ja wirklich alles geschafft. Also wenn ich nichts übersehen habe, haben wir alles soweit durch. Verdammt. Ich möchte erstmal ein bisschen Heilung. Und ich möchte von ihnen ein Item bewegen. Denn du kommst, mein Guter, du kommst weg. Ablegen. Der hier. Mitnehmen.
Das ist Standard, das ist Standard. Potent. Potent 17. Aufnehmen. Alles nur, die wir schon haben, aber die sind alle normal und deswegen... Normal ist langweilig. Auch wenn der hier, der ist halt auch nur ein Standard. Goldwing ist halt Standard und er ist halt. Er ist halt auch potent, okay. Patterbit müssten wir halt noch ersetzen. Patterbit und wir müssten Gold. Guildwing. Halt die drei Schwächsten jetzt irgendwie. Weil. Mach das mal. Lass dich potent, er kriegt nicht. So müsste ich das sagen. Matthieschen. Nun, hallo da drüben, Thomas, wir haben dich erwartet. Was um alles in der Welt, wer seid ihr, Leute? Panto, umso weniger du über uns weißt, umso besser. Ja, der Essenzorter, gib ihn jetzt. Gib ihn uns jetzt, Thomas. Ja, ich glaube, es wäre in deinem besten Interesse, wenn du ihn uns schnell gibst. Je länger du wartest, desto mehr Menschen werden wegen unseres kleinen Experiments Schaden nehmen. Ich werde euren lächerlichen Forderungen nicht nachkommen. Der Essenzorder wurde für die Forschung kreiert. Womöglich, und doch ist es genau das, was wir brauchen, um unsere Mission zu erfüllen. Ich habe sichergestellt, dass ihr ihn nie in eure Hände bekommt. Ich habe ihn versteckt irgendwo tief und dunkel, an einem Ort, den ihr nie finden werdet. Oh, bist du dir da sicher? Was auch immer da steht. Was? Rallatus. Hey, kein Problem, Boss. Tu was. Dies ist für die Zukunft der Wubonia. Wubonianer. Was hast du mit Thomas gemacht? Thomas wird nichts angetan, solange er uns hilft. Das zu finden, wonach wir suchen. Die Zukunft von allen liegt in unseren Händen. Wir müssen uns beeilen. Ich werde dich ohne einen Kampf ziehen lassen. Ich werde dich nicht ohne einen Kampf ziehen lassen. Ich glaube nicht, dass du den Luxus hast, dir Sorgen um uns
um uns zu machen, Dummkopf. Kümmere dich stattdessen um das Labor. Unser Testsubjekt scheint Schwierigkeiten zu haben, sich an sein neues Element zu gewöhnen. Oder mit anderen Worten, die unvermeidliche Zukunft. Wenn du den Schaden minimieren willst, geh lieber schnell hinein. Mm-hmm.